Na, 5 Sekunden. Normalerweise ist ja ratzefatz hier. Jetzt ist hier schnell noch auf B. Schnell noch was machen. Zur Faction. Da wird nochmal reingeschrotet. Dann schauen wir einfach mal. Gleich ist auf jeden Fall dann los. Okay. Okay. Ihr fragt jetzt schon mal, bereit zum, bereit fürs Bannen? Ne? Okay. Okay, die hat hier den 31er Gott gemacht. Gut, ich find's alles gut, dass ihr es seht. Sven hat mir die Fragen geschickt. Die können wir dann nebenbei einfach behandeln, was Sven so für Sachen schreibt. Alles klar. Unterhose. Welche Map bannen? Ne? Muss halt eher mal für die, die nicht lesen können, muss ich das einmal natürlich laut sagen. Kann ja sein, dass Sven dabei ist. Haven ist es schon mal nicht. Dann machen wir ein schönes Kreuz rein für Haven. Ha. Aktuell passt Sherpa gegen mich hier. Ich habe ja Bind gesagt. Dann kommt Haven Browse. Zack. Alles klar. Okay. H96. Einmal bannen, please. Unterhose ist zumindest der Favorit, weil sie natürlich auch Titelverteidiger sind. Na, also von daher ist auf jeden Fall diese Funktion drin. Essen ist raus, okay. Anime. Das ist doch für den Trash geworden. Okay. Okay, Unterhose. Split oder Bind, wie ich gesagt habe. Also mein Guess ist halt Bind, also Shepard schon mal raus, gar kein Problem. Also ich bin halt einfach der Casting-Meister, ich weiß einfach, wie die Teams ticken. Hangover war zum Beispiel letzte Season dafür bekannt, dass sie am liebsten Bind spielen. Gut, dass das mit Verzögerung ist. So, wenn er jetzt 45 Sekunden abwarten, wissen wir Bescheid. Okay, Bein spielen. Ha, oh, played. Okay, H96. Welche Seite? Damit spielen wir die Wüstenmap. Finde ich nice. Also, so wie ich es gesagt habe, mein Guess ist durchgegangen. Ja, ich bin einfach der Meister solchen Dingen. So. Besser. Moment. Okay, war noch nicht geschrieben. Genau, Deo macht ja jetzt den Stellvertreter, oder? Okay, Attack. Okay. Alles klar. Dann fängt Hangover gleich an mit dem Angreifen. Und die Unterhosenmafia darf dann anfangen mit verteidigen. Okay. Easy. Bind finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Wir sind jetzt durch. Deswegen wechseln wir einfach mal auf die Großkamera bei mir. Verteidiger haben auch eine leichte Abänderung. Wir haben jetzt diesmal, so, ich glaube, bei beiden Teams eine Auswechslung drin. Alpha schläft noch. Also steht jetzt 4-2, Leute. Wir fangen mit 4-2 an. Wurde ja gesagt. Ich guck jetzt noch einmal schnell nach, aber es war ja 4-2 auf jeden Fall. Würde ich jetzt einfach mal schnell behaupten für die. Oder aus Mafia muss eben schnell nebenbei gucken, aber ihr seht es ja. Gerade schöne 5-4-Situation. Wird von. Camps kommen die. Sicht.
Also, wie gesagt, noch das 0-0. Gar kein Problem. Ja, 4-2 für die Unterhosenmafia, okay. Genau, 4-2 für Unterhosenmafia, alles klar. Das ist der Stand. Ich bin jetzt wieder am Start. Alles nicht so leicht, Leute. Alles nicht so leicht. 3-3-Situation. Noch 30 Sekunden. 30 Sekunden? Unbekanntes Problem so bisher. Nur für mich. Unbekanntes Problem. Untypisch, sag ich mal, dass das Match so lange, sag ich mal, geht. 5 Sekunden. Normalerweise ist ja ratzefatz hier. Jetzt ist hier schnell noch auf Noch B. 10 Sekunden. Schnell noch was machen. So für Action. Da wird nochmal reingeschrotet. Aber 5-2. 5-2, Leute. Machen wir jetzt. Das zählt einfach als 5-2. Im Zweifelsfall. Kann er jetzt sehr wenig dagegen tun. Aber das passt. Das kriegen wir schon wieder. 5-2 müssen wir einfach nochmal weiterrechnen. Dann ist es halt jetzt. 8, okay, da sind wir jetzt da. Da sind jetzt noch 4 Runden auf dieser Seite. Das ist kompliziert. Oh Mann, ey. So, schauen wir mal. Wie wir jetzt weitermachen. Besser auf jeden Fall so anrechnen lassen. Wir werden es einfach so weit. Wir werden es so machen und dann einfach nur 4-2 draufrechnen. Es ist einfach so schwierig. So. Einfach mit der Sparks hier. Dann nochmal reinschauen. Dann mal hinschauen, dass ihr den Schuss. Das war Lucky. Also war sehr Lucky, ja. Also aus seiner Sicht natürlich Lucky, weil er den Bombenentschärfer gefunden hat. Hat er natürlich gehört. Damit jetzt 6-2. Das heißt, wenn ich zu schlecht aussehe für Hangover. Dann können wir das auch nochmal wegpacken. Aber ich glaube, im Ende des Systems. Also, sollte Hangover das Match hier verlieren, ist das eh egal, wie rum es jetzt ist. Ich werde es in den Kills einrechnen lassen, aber. Für nachher. Ich werde es alles so reinpacken. Aber so im Endeffekt wird das keine große Änderung machen. Sollte Hangover das hier reißen. Sind sie Zweiter? Sollten sie es nicht reißen, sind sie Dritter. Also, im Endeffekt macht das jetzt nicht so viel aus, sag ich mal. Ansammlung auf jeden Fall jetzt vor B. Vergessen wir erstmal das Thema, kümmern wir uns gleich nochmal drum. Das war eine schöne Grenade von der Race. Da war ein schöner Snipe von Budem muss los. Und Unterhosen-Mafia-Technik, schnell wechseln. Natürlich waren sie schnell am Start immer beim Wechseln. Rauch im Anmarsch. Stimpack bereit. Da ist die Viper-Action wieder. Sehr schön, Fokumenchi. 1-1 aber nur. Shockwave ist in der nächsten Ecke. Das Molo kommt auch noch ran. With some stress. Und da nochmal Shockwave. Jo. Kann man machen. Shockwave guckt gerade, ob sein Aimbot überhaupt läuft. Ist sich dann noch nicht ganz so sicher. Oh Mann, ey. Das hängt wieder für sie in das Niveau. Ne, aber. Einer muss ja den Inky-Part übernehmen und ich übernehme heute einfach zwei. Ist ja kein Ding. Machst du nix. So. Habe ich übrigens immer nur mein Fadenkreuz. Ne, ich sehe immer das Standard-Fadenkreuz, das ist nicht meins. Was habe ich denn? So, die. Keiner sieht den Shockcraft. Also ich würde besser abhauen. Shockpfeil. Schön von der Killjoin. Jetzt die Ulti. Einmal in die Defensive zwingen. Beziehungsweise einmal schnell die Flucht ergreifen. Damit ist jetzt erstmal jetzt wieder weiter rotiert zu A. Durchgehend. Handy eigentlich still. Weißt du, jetzt ist das schon. Jetzt muss ich casten und hinten. Kennt das wer? Sobald er ist, man zu tun hat. Dann kommen die ganzen Messages. Sven schickt bestimmt ganz Zeit hier Würstchenbilder. Typisch. Egal! Ne?
wenn er sagen würde, hilf mal. Aber, na komm. Bisschen Snipe-Action, Orb-Action. Natürlich im Sturmgewehr schwierig. 4-0. Betonung ist aber so, für der erste 2 steht. Was aber nichts. So. So. Aimbot sagt, da ist einer. Wärmebild suchen, wie beim Predator. Nein, Quatsch. Muss ich jetzt lassen. So, nichts. Na gut, das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber. So. Jetzt kommt Sofa Action. Die Jagd beginnt. Kommen wir mal auf Domo, der snipe gerade ziemlich gut aktuell. Was ist da los, sag ich mal? Wisp sagt nein. Das ist Mano. Einmal blenden bitte. Sofa. Direkt hier. Nicht ganz. Nicht ganz. Nicht ganz. Einfach Sofa aufspielen. Lass den Himmel leuchten. Sofa kommt noch raus aus der Brimstone Ulti. Schön gemacht. Da war die Flash noch am Start. Eins Situation. Position aufgedeckt. Sofa gegen Killjoin. Snipe. Auf jeden Fall. Er braucht ja nur die Defensive ziehen, ne? Das ist ja der Vorteil. Was, wenn ich jetzt sterben würde? Sau lustig. Jo. Natürlich schaffen wir das. Ich mich Robo kommt zurück. Zeitlich natürlich nicht der Problem. Haben auch natürlich Nachteil gewesen. Klar, dass man dann wechselt. Hat jemand Geld über? Damit 5-0. Ich sag nochmal die Stats hier. Aktuell bisschen Vandal Action. Jetzt noch. Wird auch vernünftig gekauft, sag ich mal, im größten Teil. Ich hoffe, dass im Übrigen der Chat funktioniert nochmal. Ich hab einfach viele Bedenken hier gerade. Aber das ist auf jeden Fall, denke ich mal, ein okayer Start hier jetzt. Kann ich immer schnell wechseln. So. Killjoin. Geht jetzt einmal in die Ecke. Nächste Ulti. Natürlich jetzt gute Runden bereit fürs Höllenfeuer! Jetzt geht die Party auf! Sofa, sagst du? Aus den Latschen gehauen! Ja, großer Stress hier auf jeden Fall. Alle am Spot. Ein Leben. Oh mein Gott. Chuck will ich jetzt hier. Was für Nacken? Versuch zu flüchten! Ah, na, schaff's. Na gut, natürlich kriegt er da noch Besuch. Für Sofa. Sofa-Lebe ist auf jeden Fall da im Chat. Aber auf jeden Fall gut zu wissen, dass der Chat funktioniert. Danke auf jeden Fall dafür, für die Info. Ich habe einfach aktuell. Heute wirkt einfach so richtig so ein schöner Techniktag. Machst du natürlich nichts. Aber eigentlich wäre natürlich auch das Spiel schon vorbei. Jetzt steht's aber erst quasi 6-0, 10-2, wie man es nennen möchte. Wir machen einfach durch und dann. Schauen wir aber mal. Ah. So für Action. Aber für den Fight. Smokes ab, Zwoxen, Smokes. Also Snipes am Start. Man hofft natürlich so ungefähr die Richtung so rauszukriegen. Natürlich. Das Anschleichen. Am Stissel. Okay. 2 gegen 2 Situation. Trusty Mode kommt von hinten. Oh, schade. Schade natürlich. Aber ja.
ist immer noch alles drin. Letztes Im ersten Spiel stand es 9-3 und das Spiel wurde noch gekippt, ja. Heißt also absolut nichts. Bei Seitenwechsel ist auf jeden Fall immer gut für den Verteidiger hier. Ne? Kann immer noch alles passieren. Schauen wir einfach mal. Waffenwechsel am Start. Na, einmal Skin-Prallerei, sag ich immer. Okay, Ansammlung vor A. Einmal so tun, als würde ich hier auf Sofa zeigen. Und schnell weggehen! Na, Spaß. Aber. So. Hab sie gefunden. Pfeil ist eigentlich okay, ist okay gelandet. Schwert wurde damit entdeckt. Depot, dass im Spot selber keiner ist. Man könnte jetzt sehen, okay, von rechts. Ich hab Line am Start. Komm jetzt hier wieder schneller plannen. Alpha. Aktuell. Oben. Brims Shockcraft kam von hinten. Deine wurde erwischt. Die Info ist da. Einer im Bathroom. Shockcraft von hinten. Ich wechsle immer zu. Alter. Mobbing hier. Das ist natürlich Belagerung von zwei Seiten. Ja. Rauch im Anmarsch. Shockcraft will lieber ein bisschen schützen. Kann vielleicht noch den Brimstone holen. Aber der bleibt natürlich einfach schön safe drin. Das ist auch ein smartesten. 7-1 damit. Und jetzt könnte die Phase beginnen. Aufholjagd, Leute. Wir schauen einmal in die Stats. Vielleicht verkehrt wieder beim guten Willy. Bruder muss los 1, wie auch immer. Letztes Mal war es der Stein. Keine Ladungen mehr. MVP vom letzten Turnier. Aber die Aufholjagd kann alles bedeuten. Die Jürgen kommt bisher noch nicht rein, macht aktuell den David. Zwischendurch muss ich auch mal der Snake hier. Ist halt nicht da, dann muss ich halt die. Diese Phase übernehmen. Plan. Kennt man ja. Jetzt mal ein bisschen weiter rechts. Hat aber zwei Opfer dafür gekostet. 3-4. Spannend auf jeden Fall. Sofa sollte jetzt auch ein bisschen aufpassen. Verstanden, Nacken hat den richtigen Riecher auf jeden Fall. Der Riecher ist aber allerdings jetzt weg. Typische Spots einmal abgucken. Und Vorteil gehabt. Ein gelebender Spieler. Sofa mit Messer in der Hand. Einmal schon reinheizen. Ja. In 45 Sekunden sehe ich dann, nein, sofort, warum Messer da? Oh Mann, ey. Schade. Ja, das ist halt Timing wieder. Weißt du, was der Nacken hatte die Position schon gesehen, dann auch. Hatte die Position schon gesehen, dann zu früh weggeguckt. In dem Moment sofort Messer in der Hand. Unlucky einfach nur. Oder Säbel in der Hand. Was passt, glaube ich, eher gerade, aber. Auf jeden Fall unlucky. Ich glaube, es sieht auf jeden Fall bisher stark danach aus, dass Hangover im Viertelfinale gegen die Nightmare Hunters spielen dürfen. Und dass Unterhosen-Mafia damit dann schon im Finale steht, weil die Blockspiel-Gang natürlich den 31er gemacht hat. Nein, Spaß. Habt ihr gesehen, da war wieder Kack-Timing von mir. Keines komme! Jaha! Das war so nice. Das war ein gerades Kill. Bereit fürs Höllenfeuer! Shockcraft denkt sich, kann ich auch. Das war gut gemacht. Schon wieder in die Ecke. Verstanden, konnten einen mitnehmen. Schnell flüchten. Auch wieder das Waffe gekostet. Damit haben wir jetzt noch die große Gang da oben. Ne? Damit haben wir nicht mehr die Gang da oben jetzt. 1 gegen 2 Situation. Orb. Und Bombe. Gegner. Alles auf B-Spot. Noch 30 Sekunden.
Und 30 Sekunden. Schwierig, aber Rainer Ulti könnte theoretisch jetzt richtig. Ja. Schade. Nein. Schade, schade. Aber war gut gemacht bis dahin. Bis dahin echt schöner Versuch. Machst du nichts. Ja. Ja, aber die Androhung für sonst nur vier Mann hat auf jeden Fall geholfen. Ja, ist noch dran, ne? Ja. Ist der Alpha jetzt auch nicht so stark, jetzt denkt sie sich, okay, jetzt bin ich halt nur 7-5. Ne? Alle Energie aufgebraucht im Aimbot. Jetzt ist nicht mehr witzig. Ist nicht mehr witzig. Ne? Aber den unwitzigen Teil muss halt auch einer übernehmen. Sven ist nicht da. So, jetzt habe ich glaube ich jeden gedisst, ne? Habe ich noch jemanden vergessen? Im zweiten Fall müsstest du mir schreiben, dann disst den auch nochmal schnell. Naja. Einmal die Erschütterung rein. Schöner Blind. Auf Action. Ja. Auf Action auf jeden Fall gut am Start hier. Wasch dein Nacken. Gleiche Situation. Ja. Schwierige Situation. Gleiche Situation. Im Alleingang schwierig noch zu meistern. Meine in der Theorie. Natürlich muss man den Seitenwechsel und so einrechnen, aber hätten die Unterhosen-Mafia schon gewonnen. Aber lassen wir die Sache so weil, einfach laufen, weil. Es kann ja auch, es kann immer noch alles passieren. Und es ist im Endeffekt scheißegal, deswegen. Denke ich mir. Ist halt nicht so. Alpha hat seinen Part bekommen, er hat keine krasse KD mehr. Da wird Schmu betrieben. Sie lassen nach. Aus den Lachen gehauen! Rauch im Arsch. Nur mit Fall abfeuern, sagst du? Odin am St. Jetzt spielen sie alle mit Odin oder was? Zwei Odins. Ja, deshalb kam er wegen Odin, ne? Alter, lass es doch. Mirko fehlt. Ne? Dann hab ich mein, 1,12. Also Mirko ist quasi irgendwo dabei. Oh Mann. Oh, Odin wechsel. 1 gegen 1, Odin wechsel. Jetzt wird die andere Odin. Der andere Skin macht's besser. Quasi das eigene Bein geschossen, weil sie die Odin mitgenommen haben. Das musste sein. Der musste auch sein, alles klar. Knapp. Okay. Berechnet. Okay. Seitenwechsel. Und Seitenwechsel. Kann jetzt alles passieren? Hatten wir auf beiden auch schon gut, gehabt, als ich auch noch mal gespielt habe in meinen jungen Jahren. Kann man ja, irgendwann ist man so, wenn man so gut ist, ab seinem Höhepunkt hört man dann auf und macht dann quasi die leere Position. Jetzt in meinem Bereich zum Beispiel ist das Carsten. Euch erklären, wie sie welchen Feldzug machen. Ne? Aktuell sieht es nach der Bananentaktik aus. Robo zu mir. Aber, ja. Und aus dem Mafia jetzt im Angriff. Mit Kid Join natürlich einen sehr defensiven Charakter. Schwer im Angriff zu nutzen. Natürlich auch drin. Vor allem im Bereich Bombenplanten. Spike-Planten. Das ist natürlich machbar. Aber natürlich deutlich stärker der Verteidigung. Decke Gebiet auf. Aktuell sieht es auf jeden Fall klar nach B aus. Dio kriegt das natürlich auch mit, weil er gleich von allen Seiten Besuch kriegt. Ja, denkt sich die Tür. Das sah geil aus. 1, 2, 3. Okay, vor mir stehen 3. Schon Päppchen. Na, komm, Mädchen ist auch da. Natürlich, logischerweise so bekannt, dass er aus der Richtung kommen kann. Gut gemacht. Damit ist es 3 gegen 1. Alpha wird geschrodet. F2? Gar kein Problem, Leute. Gar kein Problem.
Ey, also ich würde jetzt auch in dem Turnier sagen, dass sich keiner bisher schlecht geschlagen hat, außer vielleicht Broadway Gang im allerersten Spiel gegen euch, gegen die Nightmares. Da hat sich. Habt ihr wieder so Flackern gehabt. What the fuck? Technik heute, ne? Aber da war Bloodfree Gang einfach nicht gut drauf, da muss man einfach sagen, da war Nightmare Hunters auf jeden Fall im ersten Spiel mit 13-0, kann man nichts anderes sagen. Aber da, weißt du mal hier auf die Bucky! Es sinkt für sie das Niveau. Captain ausgeschaltet. Bucky regelt! Alles klar. Und die Marshall hinterher. So. Schon ein guter Start vom Sofa gemacht. Oh, für Spikeland reißt natürlich drauf das Ding. Auch wenn er dadurch leicht angeht, wurde ein guter Alpha. Sein Aim hat er beim Disconnecten verloren. Ein lebender Spieler. Disconnect auch ein ehemaliger Kanal von uns im Übrigen. Ne? Blockiere die Sicht. Als ich noch ein bisschen recht hatte und Sven noch nicht alles unter den Nagel gerissen hat. Oh, der war da greedy. Da war jemand greedy. Jeder will den Kill. Einmal für die KD. Mein Mama. Aber 11-3. Bind regelt. Defensiv passt das schon. Killjoy hat natürlich durch ihre defensive Stärke natürlich auch ein bisschen was rausgeholt. Aus dem 11-3. Aber jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Also alles. Heißt natürlich jetzt nichts. Jetzt auch, haben beide Seiten natürlich den Ball gemacht. Ich sehe bei. Ah, ne? Eine Sparrunde ist noch drin. Sheriff. Bisschen Deagle Action. Ja, Sven ist halt einfach krass, ne? Also, Sven hat halt. Bei Sven war das auch einfach so. Der hat im ersten Spiel einfach alles gegeben. Richtig durchgehasselt. Und danach. Hat Sven einfach den Sven gemacht. Sehr schön, jetzt hier im Balkon einfach ein bisschen Stress machen. Auch nice, einfach hier schön reinstressen. Jetzt sind die Situation natürlich umgekehrt gewesen. Anfang war aber gut. War natürlich bekannt, dass einer im Portal wartet auf der anderen Seite. Comanche regelt. So far. Zwei laufen aneinander vorbei. Auch immer witzig, wenn man diese Sicht hat. Sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. Okay, wechseln wir auf Brody. 1 gegen 1 wieder. Killjoy vs. Sofa. Sieht aber eher aus nach einem 11-4. Den will ich mir noch. Beide wollen nochmal snaggeln, denken sie sich. Ist abgehauen. Matchball. Auf jeden Fall. Matchpunkt. Da ist es. Also auf jeden Fall jetzt auch schwierig rauszuholen. Auf jeden Fall für die Hangovers. Wie gesagt, wenn sie es mit einem Sieg, würden sie natürlich Zweiter werden. Erst ist das nicht mehr drin. Aber aktuell sieht es halt einfach dann raus, dass sie auf den dritten abrutschen und dadurch halt nochmal im Viertelfinale erstmal ran müssen. Das heißt, ein Viertelfinalmatch und dann das Finalmatch, auch wenn es komisch klingt, aber ist dann auf jeden Fall so. I love Anime, Bart-Duell. Wer kann am besten scheißeln? Beide leicht angehittet, beide nicht ganz getroffen. Ein bisschen neben die Schüssel. Sofa Action. Einmal für den guten Fight. So, jetzt wechseln wir schnell. Für Sven. So hätte Sven es auch geschafft. Ein bisschen Gekidama Action. Muss auf jeden Fall jetzt sein. Give me some energy. Bei Fight heißt es jetzt Sofa Energy. Nächster Bombenplant am Start auf jeden Fall. Ausradiert. Krass gemacht. 4 gegen 2. Odin auf jeden Fall. Sie müssen es jetzt natürlich schnell machen. Aber das war entschieden. 13-3. Für die Nightmare Hunters. Dadurch natürlich jetzt eindeutig, wer wo landet.
aber für die Sets, ne, dass jeder weiß wo. Und ich im Nachhinein auch. Das war auf jeden Fall jetzt das krasse Match hier. Ich bin Herrscher über dem Meer. Totalit, nee, Blut an den Wänden, irgendwas an den Händen. Ich bin Herrscher. Hey, Schein, Hüppchen, Nähen in das Affengöten, Nähen in das Blut. Hinti da tot, hei, mei, da tot, hei, schei, nippschi. Nein.